Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Echolot Profis. Mein Name ist Thomas Bransch. Ich stelle euch heute die neue Geberstange von Amio vor. Weitere Informationen finden Sie unter echolotprofis.de. Wir beraten Sie gerne. Jetzt möchte ich einmal die Vorteile dieser Geberstange demonstrieren. Die Geberstange hat einige Vorteile. Zum einen, wie ihr seht, die ist extrem groß. Das hat den Vorteil, dass ich im Stehen pelagisch angeln kann. Das ist die einzige Geberstange, die diesen Vorteil bietet. Insgesamt gibt es 3 verschiedene Versionen dieser Geberstange. Eine kürzere, die ist auch am Stück, und eine, die ist über 2 Meter mit insgesamt 3 Gelenken, die dann auch quasi zusammenfaltbar ist. Für das Süßwasser empfiehlt sich diese lange hier von 1,90 Meter. Und das kürzere Modell, wenn man auf seinem Boot sitzen möchte. Fürs Bassboot ist das ja die einzige Geberstange, die 1,90 Meter lang ist und den Vorteil hat, dass man im Stehen pelagisch angeln kann. Dann zeige ich euch einmal die Montage der Geberstange. Das Ganze ist hier an einem Standfuß montiert. Dieser Standfuß hat eine Länge von 15 cm und bietet ausreichend Höhe, um die Geberstange auch etwas weiter weg von der Bordwand montieren zu können. Also die Geberstange kann einfach hier drauf gesetzt werden. Hat hier, wie alle anderen auch, Schnellverschlüsse, die man einfach zudreht, und damit ist das Ganze sicher. Ansonsten kann man die Geberstange auch mit einem weiteren Gelenk hier in der Länge verstellen. Das heißt, man kann sie entweder weiter rausfahren oder natürlich näher ran machen und wieder zu. Gut, mit diesem Gelenk kann die Geberstange auch in die Horizontale geschwenkt werden. Insbesondere wenn man jetzt kurze Strecken zurücklegen möchte, einfach hochdrehen, festschrauben. Und das Ding ist bombenfest. Dann sind hier noch 2 weitere Gelenke. Zum einen kann ich an diesem hier die Höhe verstellen, in welcher Tiefe ich den Geber haben möchte. Zur Sicherheit bietet sich hier ein Ring an, der ebenfalls festgeschraubt ist, damit die Geberstange auch auf der richtigen Höhe dann bleibt und nicht tiefer runterrutscht. Sollte der Standfuß nicht gerade stehen, dann kann man mit diesem Gelenk hier die Geberstange in eine Vertikale bringen. Und zwar einfach wieder hier aufmachen und dann nur noch ein bisschen, je nachdem wie man es haben möchte, verstellen. Außerdem ist die Geberstange hohl, das heißt, ihr könnt hier die Kabel durchführen, und wenn ihr eine hohe Bordwand habt und die Geberstange deutlich tiefer ist, macht das auch Sinn. Bei mir jetzt nicht, aber die Kabel passen trotz der Anschlüsse hier durch. Des Weiteren ist die Geberstange mit allen Livegebern kompatibel. Sie ist sehr leicht. Außerdem hat die Geberstange keine scharfen Kanten, sodass ihr im Drill auch keine Probleme habt. Sollte der Fisch mal am Boot viel Theater machen und sich die Schnur um die Geberstange wickeln, wird sie auf jeden Fall nicht reißen. Und zu guter Letzt ist die Geberstange wirklich nicht teuer, sondern erschwinglich, und ich kann sie jedem nur empfehlen. So, und im nächsten Videoclip zeigen wir euch, wie die Geberstange im Einsatz funktioniert. Weitere Informationen finden Sie unter echolotprofis.de. Wir beraten Sie gerne.